meine Damen und Herren. Zwei junge Menschen bei uns zu Gast. Sie haben sich 2011 kennengelernt bei Deutschland sucht den Superstar. Pietro hat gewonnen und Sarah wurde Zweite. 2013 haben sie geheiratet. Bald kommt Nachwuchs. Und jetzt haben sie auch noch sich von RTL 2 ein Haus bauen lassen. Ja? Was will man mehr? Und deswegen sind sie heute Abend hier. Und natürlich, hier sind Sarah Engels und Pietro Lombardi. Pietro Lombardi. So, wie geht's euch? Super. Ja? Ja. Es läuft. Es läuft. Außerdem haben wir das Haus selber gekauft, nicht RTL 2. Ihr habt das Haus selber gekauft? Hey, yo. Wovon denn? Money in the bank, ne? gab's da eine Gewinnsumme damals bei Deutschland sucht den Superstar? Ja, diesmal, jetzt ist es mehr. Wir hatten nur 100.000, aber... Und davon kann man ein Haus kaufen? Ja, man verdient auch noch anderes Geld, ne? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, das heißt, ihr singt dann? Genau. So. Zusammen auch? Ja, zusammen oft, aber auch alleine. Beides. Und mit Band oder wie? Ja, also viele Auftritte mit Band. Wir waren auch auf Tour, das war 2011. Ja. Da haben wir auch mit Liveband dann gespielt, aber okay. Manchmal auch halt Playback. Okay. Ja. Und jetzt, habt ihr dieses Haus gebaut? Und wieso hat RTL das mitfilmen dürfen? Also wir wollten ein Haus bauen und ne, die Fans wollen auch ganz nah bei allem sein. Und deswegen haben wir gedacht, lassen wir uns begleiten. So haben wir es dann auch gemacht. Da haben die aber wenigstens das Laminat bezahlt oder so, RTL 2, oder? Wir haben alles selber bezahlt. Ne? Okay. Ja. 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 Guter Deal, oder? Klar. Weiß man schon, was es wird? Noch nicht. Noch nicht? Mm-mm. Nein. Ich hoffe, dass wir es bald erfahren. Aber bis jetzt lag es immer so, dass man es nicht richtig erkennen konnte. Ja. Ja. Okay. Gibt es einen Wunsch? Ich finde beides schön. Hauptsache gesund, ne? Und ja. Wenn es ein Junge ist, so von der Art wie Cristiano Ronaldo, so Fußballer oder so. Ja. Und ein Mädchen, Ballerina oder so, keine Ahnung. Ja. Also keine festgefahrenen Klischees, sondern ihr lasst es einfach auf euch zukommen, oder? Ja. Wir haben ein paar Ausschnitte von dieser Serie, die jetzt bei RTL läuft. Ich glaube, 4 Folgen sind es insgesamt. Ne? Ja. Sarah und Pietro bauen ein Haus. So heißt das Pixie-Buch. Und bist du Bagger gefahren? Ja. Und hat's geklappt? Einigermaßen. Also ja. Ich habe den Spatenstich gemacht und es war mir wichtig, dass das ich mache und nicht irgendjemand anders. Das ist jetzt schließlich unser Haus. Ne? Aber okay. Ich habe es gemacht. Weil was für ein Style soll es werden? Es ist schon fertig, ne? Also, ja. Was für ein Style? Ist schon so modern, aber auch ein bisschen, also eigentlich eher gemütlich, so in warmen Tönen und so. Mir war es wichtig, dass es jetzt nicht so schwarz-weiß ist oder so. Ja, okay. Das ist dann... Wir werden ja gleich noch ein paar Bilder sehen. Wir sehen euch hier, glaube ich, beim Bett kaufen. Da wart ihr euch nicht einig, hatte ich den Eindruck. Mhm. Nee, da waren wir uns nicht zum einig. Zum Bett? So. Ja. Hinhören und akzeptieren, ne? Und hast du das Bett bekommen? Ich habe das Nein. Bett. Doch, habe ich. Ja, wir sind so ein bisschen anders. Wir haben dann 2 verschiedene Matratzen genommen. Ich meine, ich war zu der Zeit auch so eine kleine Zicke, bin ich auch ehrlich. Ja, aber, klein, in Anführungsstrichen. Aber wir sind ja auch da wirklich an unsere Grenzen gekommen. So ein Hausbau, ne? Wir sind sehr jung und so, haben davon nicht viel Ahnung gehabt. Aber ich habe wirklich einen tollen Mann an meiner Seite. Ja. Und, einen tollen Mann mit einem großen Bizeps. Ach, ja. darf ich einmal den Knopf drücken? Welchen Knopf? Ja. Da merkt man, dass wir das perfekte Paar sind. Ja. Also ihr wohnt jetzt schon da auch, ja? Ja. Ihr seid schon eingezogen, alles spitze, alles funktioniert. Gott sei Dank, es war so eine Prozedur. Ja, alles funktioniert, ich muss ja alles machen. Ne? Kein Push am Bau? Nee, zum Glück nicht. Okay. Ja, wobei, am Anfang hatten wir so eine Sachverständigerin, die hat ein bisschen ihre Filme geschoben, aber ansonsten war alles okay. Filme geschoben, aha. Du fährst ja auch bei der Bock-WM mit im Italien-Bock, im Italien-Vierer mit Nevio Passaro, Daniele Negroni und Luke Mockridge, der auch
mit Pferd, da sehen wir uns ja dann nächste Woche. Ne? Ja, erster Platz ist auf jeden Fall Pflicht. Ne? Ja, absolut. Ja. Toi, toi, toi. Ich wünsche euch viel Glück. Ne? Danke, danke. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid und viel Vergnügen und Spaß in eurem neuen Haus. Dankeschön. Ja, und viel Glück für das Kind. Meine Damen und Herren, Sarah Engels und Pietro Lombardi.